Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Täglich grüßt der Hundetrainer. Heute werden wir uns mal über den Kastrationschip unterhalten. Ich bin gefragt worden, ob der Kastrationschip das Verhalten eines unruhigen Rüden verbessern kann oder nicht. Und darüber müssen wir mal reden. Wir werden beleuchten, in welchen Situationen oder in welchen Konstellationen der Chip tatsächlich eine Hilfe sein kann und in welchen nicht. Und werden vorher aber erstmal aufklären, was passiert denn da überhaupt. Los geht's. Also für alle, die mich noch nicht kennen, alle, die mich kennen und die meinen Kanal kennen und hier schon einiges gesehen haben, die wissen das. Für die ist das jetzt Wiederholung. Ich muss es aber trotzdem vorwegbringen. Ich bin absolut nicht für Kastration. Ich bin aber auch nicht gegen die Kastration. Wogegen ich bin, ist die Pauschalkastration. Das ist das allerletzte, was es braucht, dass man sagt, der Hund muss mit einem Jahr kastriert werden, komme was wolle. Ganz beliebt in so schlechten Tierschutzverein, Verträgen, Übergabeverträgen, wie auch immer die Dinger heißen, Schutzvertrag und weiß nicht, ist egal. Also nochmal, ich bin nicht gegen die Kastration, ich bin nicht für die Kastration. Ich habe auch kein Problem damit zu sagen, hey, wir haben schon echt viel probiert, denn das ist für mich die Voraussetzung, dass man erzieherisch und über die Ernährung und über viele, viele, viele Dinge hinweg schon mal probiert hat, das Verhalten in die gewünschte Richtung zu kriegen. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist eine Kastration hier und da auch sicherlich eine Lösung. Habe ich in der Vergangenheit immer wieder mal gehabt. Der Linus, der jetzt als allerletztes bei uns war, um vermittelt zu werden zum Beispiel, war so ein klassischer Kandidat. Da habe ich gesagt, sorry, aber den kannst du vergessen. Außen kannst du mit dem nichts machen, dem kannst du nichts beibringen. Der ist überhaupt nicht ansprechbar und das ist eine hormonelle Geschichte, weil ich vorher viele Dinge probiert habe. Den haben wir gechippt und dann wurde das deutlich, deutlich besser. Und auch in der Hundeschule hatte ich hier schon, hier und da schon den einen oder anderen Hund. Ich erinnere mich an den Henry. Da haben wir ein Jahr, Henry war ein Jack Russell Terrier, ein Jahr lang probiert, das in die richtige Richtung zu kriegen. Aber der war so sexuell, das ging gar nicht. Bis dann der Besitzer und ich gesagt haben, du weißt du was, jetzt ab mit den Dingern. Und dann auf einmal hatte der Bock zu arbeiten, war der ansprechbar. Also ja, es gibt solche Fälle. Für alle, die meine Einstellung dazu kennenlernen wollen, ich verlinke alles, was mit dem Thema Kastration zu tun hat, alle Videos verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Also alle Videos, die ich gemacht habe. So, jetzt kommen wir erstmal zum Chip. Wie funktioniert der? Was ist das? Und was passiert da? Wir machen das jetzt, wir halten das wirklich ganz einfach. Es gibt ein paar sehr, sehr, sehr gute Quellen im Internet, die das wirklich mit dem Namen und welches Hormon, wann, wie, wo und in welchem Zusammenhang und welche Wirkstoff und Dauer und Tralala. Wir machen das viel einfacher. Ja. Also, wir alle wissen, dass Hormone im Körper, die Frage war ja von Rüden gestellt, ne? Da geht es also tatsächlich um Jungs, dass Hormone im Körper bei Jungs, Rüden in dem Fall, tatsächlich für ja, gewisse Verhaltensmuster und Verhaltensweise zuständig sind. Und ein Hund mit einem sehr hohen Testosteronhaushalt, der kann durchaus enorme Probleme damit haben, sich zu konzentrieren, ruhig zu werden und all solche Dinge. Ja, also das kann der Fall sein. Die allermeisten Tierärzte benutzen den Suprelorin-Chip. Den gibt es in zwei Varianten. 6 Monate, 9 Monate. Da hat er einfach doppelt so viel Wirkstoff und das war's. Ja, 6 Monate und 12 Monate hat er halt von dem einen zum anderen einfach doppelt so viel Wirkstoff. Und diese Chips, vereinfacht gesagt, machen Folgendes. Sie schütten einen GnRH aus. GnRH-Agonisten sind Hormone, die die gewisse andere Teile im Körper anregen, Hormone zu bilden. Unter anderem ist das auch bei den Geschlechtshormonen, also den Testosteron, der Fall. Und jetzt kommt das perfide. Also man kriegt einen Chip, der dafür sorgt, dass der sagt, du musst mehr Testosteron bilden. Denn bei ganz vielen Berichten liest man am Anfang, wo das erstmal viel schlimmer, viel schlechter. Und das ist auch so. Also so häufig so, dass hormongesteuertes Verhalten, wenn man den Chip gibt, dann erstmal ein bisschen schlimmer wird. Weil dieser Chip halt sagt, hier zack, mehr Hormone. Und erst ab einem gewissen Level dieser Hormone, sagt der Körper, alles klar, Brainstack Overflow, hier ist zu viel, bumm, aus und dann fährt er komplett runter und dann fährt er die Hormonproduktion runter. Das ist nämlich die Wirksamkeit dieses Chips. Im ersten Schritt wird die Hormonproduktion angekurbelt und irgendwann sagt der Körper, okay, das ist definitiv zu viel und dann fährt der Körper das komplett runter. Das dauert nämlich so 4, 5, 6 Wochen, bis der Chip tatsächlich seine Wirksamkeit zeigt, sofern er denn vernünftig gesetzt ist. Ja, also es gibt auch die Möglichkeit, dass der in einem Fettgewebe eingeschlossen ist und nicht richtig funktioniert oder dass der wieder rauskommt. Kann passieren, aber ist selten der Fall. Passiert jedem Mal wahrscheinlich, ist ja auch nur ein, jeder Tierarzt ist auch nur ein Mensch, da kommt eine Spritze rein, da ist das Ding da drin. Ansonsten gibt er über einen gewissen Zeitraum Hormone ab, die dafür sorgen, dass euer Hund nach diesen 6 Wochen, sagen wir mal,
einfach weniger Hormone produziert, also Geschlechtshormone produziert. Und das ist die Wirksamkeit. So, heißt also im Umkehrschluss, wenn das Verhalten eures Hundes tatsächlich hormongesteuert ist, also wenn die Geschlechtshormone das Verhalten bedingen oder beeinflussen, dann kann der Chip eine Möglichkeit sein, das zu verändern. Kann. Und das ist nämlich ein absoluter Aberglaube schon fast. Das ist nicht immer der Fall. Ich verlinke euch unten einen Blog vom Tierarzt Dr. Rückert, der sich auch mit dem Hormonchip da beschäftigt, also dieser Blog-Eintrag. Der Dr. Rückert ist ein renommierter Tierarzt aus Ulm, der vor allem sehr, sehr, sehr viele, sehr gute, kritische, aber auch informative und gut geschriebene Artikel im Internet veröffentlicht. Da könnt ihr mal lesen, da geht das ein bisschen mehr ins Detail und der bringt das ein bisschen mehr auf den Punkt. Also, und aber auch er sagt, das ist auch meine Erfahrung und in vielen anderen Quellen werdet ihr genau das Gleiche finden. Es muss nicht sein, dass euch das hilft. Wenn ein Hund unruhig ist, kann das so viele Gründe haben. Das kann, ich hatte den Sam mal neben mir sitzen, das war ein weißer Schäferhund, der war kastriert. War ein älterer weißer Schäferhund, der war kastriert. Der ist die Wände hochgegangen vor Energie, weil der nicht wusste, wohin mit sich. Im Sitzen hat der es nicht geschafft, ruhig zu sein. So unruhig war der. Und da lag es definitiv nicht an der Kastration, weil der war ja kastriert, also oder nicht an den Hormonen, weil der war ja kastriert, sondern bei dem war das Futter schlichtweg. Der bekam Futter mit über 70% Kohlenhydraten. Da war Mais drin, Stärke drin, Rübentrockenschnitzel drin, da war Zucker drin ohne Ende und Taurin. Der war den ganzen Tag war der auf Gummibärchen und Red Bull. Da braucht man sich nicht wundern, dass der unruhig wird. Also oftmals sind es andere Dinge. Worauf ich hinaus will, um deine Frage zu beantworten. Wenn dein Hund unruhig ist, dann prüfe andere Sachen. Prüfe, ist der genug ausgelastet? Ist der zu viel ausgelastet? Das ist auch ganz oft so, dass die Leute den Hund den ganzen Tag pushen und sich dann wundern, dass wenn mal nichts passiert, der nicht zur Ruhe kommt. Also zu viel ist auch nicht gut. Ne? Zu viel von nichts ist gut. Was ist mit der Ernährung? Fahr doch einfach mal die Ernährung runter auf Gemüse und Fleisch. Machst mal Schonkost für 2 Wochen. Wenn der dann insgesamt ein bisschen ruhiger wird, dann ist es vielleicht auch eine ernährungsindizierte Geschichte. Im Zweifel kann man mal die Schilddrüse untersuchen lassen. Eine Schilddrüsenüberfunktion sorgt dafür, dass Hunde auch extrem unruhig werden können. Ja, also vielleicht mal ein Blutbild machen. Es gibt da viele, viele Möglichkeiten, das Ganze zu überprüfen. Und dann, erst dann, wenn man sagt, okay, das ist nichts davon, ist der Hormonchip eine sinnvolle Option. Weil dann kann das eine hormonell bedingte Geschichte sein. Wenn der generell draußen alles rammelt und pimpert und bei jeder Kleinigkeit, wenn der am Pipi schlägt, 3 Tage sabbert und nichts frisst und super unruhig ist, ja, dann ist es höchstwahrscheinlich auch eine hormonelle Geschichte und dann kann man da auch früher drüber nachdenken. Das Schöne am Chip ist, dass man den setzen kann und dann hält der erstmal ein halbes Jahr und dann kann man gucken, wie es läuft. Und entgegen der ganzen Horrorstories, die man da hört, so von wegen, ja, die lösen sich nicht richtig auf und ist alles Quark. Was sein kann, ist, dass sie da so eine Beule haben, weil sich das ein bisschen verkapselt oder so, wie so ein verkapselter Mückenstich bei uns, aber die lösen sich in der Regel auf, wenn die vernünftig gesetzt sind, passiert da gar nichts. Man kann das auch häufiger machen, passiert auch nichts. Aber es ist halt kein Mittel zur Verhaltensänderung. Das ist ganz wichtig. Das steht sogar auf dem Beipackzettel, steht sogar drauf. Das ist nicht zur Verhaltensänderung gedacht. Da steht sogar drin, wenn du einen Hund hast, der ernstzunehmende Verhaltensprobleme hat, wie zum Beispiel Aggression, darfst du den Chip nicht nutzen, nicht verwenden, weil der kann es verschlimmern. Ja? Das ist dann wieder ein Zusammenspiel zwischen vielen Hormonen und so, ist ja auch alles egal. Also, ja, der Chip kann dafür sorgen, dass dein Hund ruhiger wird. Muss er aber nicht. Und er wird nur dann ruhiger, in Anführungsstrichen, wenn einfach hier oben in der Schaltzentrale, da wo gelenkt wird, da wo Gas gegeben wird, da wo geschalten wird, ja, also auf dem Fahrersitz, wenn da die Hormone die ganze Zeit am Lenkrad sitzen und sagen, yeah, Vollgas, dann kann der Chip dafür sorgen, dass die mal das Lenkrad frei machen, sich da einer ransetzt, der ein bisschen gemäßigter ist und dann kann das ein bisschen besser laufen. Das ist durchaus eine Option. Im Worst Case, also das ist jetzt ja ganz, ganz einfach gesagt, im Worst Case, wenn das nicht so gut läuft, ne, also du packst den Chip da rein und der Chip ändert nichts. Ja, dann hast du 80€ ausgegeben. Dann war der, in Anführungsstrichen, ein halbes Jahr chemisch kastriert und mehr war auch nicht. Weil die Nebenwirkungen sind unfassbar gering. Also passiert sehr, sehr wenig und ja, das Schlimmste, was noch passiert, ist, dass sich das da oben verkapselt oder so und du eine kleine Beule hast und dass es länger braucht, bis der aufgelöst ist. Aber also man kann das schon theoretisch auch
einfach mal probieren. Ich bin allerdings kein Freund davon, weil in ganz vielen Fällen, und das machen auch viele, viele Hundetrainer hier im Bereich, viele Hooters vor allem machen das, die einfach sagen, pauschal mit einem Jahr wird der Hund kastriert. Und ich habe so oft Hunde, wo ich denke, um Gottes Willen, warum tust du diesem Tier das an? Das ist eh schon so unsicher, lass das sein. Also für unsichere Hunde ist das nichts. Dann kann man viel mehr über Kommunikation, Steuerung, Erziehung ist meistens ist Erziehung. Die Geier ist auch unruhig ohne Ende, wenn ich sage ab, dann geht die ab. Und dann versucht sie es halt nochmal eine Minute, zweimal und dann sage ich ab und dann ist gut. Also darauf will ich hinaus. Versucht andere Dinge, ne? Wir hatten das gerade, Erziehung, Futter prüfen, gesundheitlich untersuchen, Schilddrüse, Blutbild mal machen, ist alles cool mit meinem Hund. Und dann wisst ihr wenigstens auch, wie ist der Stand. Ja, dann habt ihr euch mal einen groben Überblick gemacht. Und wenn zwei Wochen Schonkosten nicht dazu geführt hat, dass der ein bisschen runterfährt, oder ihr eh schon gut ernährt, wie, also BARF zum Beispiel oder ein hochwertiges Nassfutter habt oder sowas, dann könnt ihr über einen Chip nachdenken. Sprecht bitte mit eurem Tierarzt darüber. Wenn ihr einen guten Tierarzt habt, wird der nicht sagen, ja, mache ich, kostet 80 Euro, sondern wird euch aufklären, was da passiert. Ja. Lest den Blog-Eintrag vom Dr. Rückert, der ist wirklich gut. Und lest nicht irgendwelche Forenbeiträge bei Facebook oder bei Polarchat oder so. Ja. Lest neutrale, sachliche Einträge. Dr. Rückert ist gut und es gibt noch so eine Tierarztpraxis, die heißt irgendwie Am Schlagbaum oder so. Die posten auch ganz viele Aufklärungs-Blog-Einträge. Die sind auch sehr gut. Da ist es einfach nüchtern. Das ist passiert, das kann passieren. Ja. Ansonsten unten auch in der Beschreibung verlinkt Kastration beim Hund. Ja, was passiert? Ein Buch von Dr. Ganzloser. Kann ich absolut empfehlen, wäre das Pflichtlektüre für jeden Hundehalter. Was passiert, wenn ich den Rüden kastriere, dir und so und da und welche Auswirkungen kann das in welche Richtung haben? Denn auch der Kastrationschip kann vor allem auf unruhige Hunde eine Auswirkung haben, kann aber auch auf unsichere Hunde eine enorme Auswirkung haben. Worst case ist, du hast einen unruhigen Hund und einen unsicheren Hund in einem. Du kastrierst den, gegen die Unruhe tut's nichts, weil der einfach nicht hormonell unruhig ist, aber die Unsicherheit wird noch verstärkt. Dann hast du richtig in die Kacke gegriffen. Ja? Also, ja, das kann helfen. Informier dich, prüf vorher ein paar Sachen und dann schau, ob das dein Weg ist oder nicht. Ich bin raus für heute. Ich wünsche dir was. Ciao.